Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 11. August. Immer noch in Vertretung für den Martin. Gute Besserung von hier aus. Und ja, fangen wir einfach mal an. Heute haben wir dabei IKEA, Facebook, Microsoft, Fitbit und Uber. Fangen wir mit IKEA an. Die haben mit der Thread-Free-Lampenserie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja, Smart-Home-Lampen, also LED-Lampen, die man steuern kann mit einer Fernbedienung und also einem Krimskrams im Angebot. Und dann kamen die Gerüchte und die ersten Infos, dass die wohl kompatibel werden mit Apple HomeKit, Google Home, Amazon Echo und Philips Hue. Aber dem ist nicht so. Das hat IKEA jetzt auf der Facebook-Seite klargestellt. Aber das ist jetzt zwar jetzt nicht so, wird aber wohl im Herbst sich ändern und dann könnten die kompatibel werden. Also wir halten da ein Auge drauf, denn Smart Home ist ja immer hier ein Thema bei uns im Geek Talk. Facebook, die haben ja auch schon früher bekannt gegeben, vor ein paar Wochen und Monaten, dass sie mehr in Richtung Video gehen und auch eigenen Content produzieren werden. Und jetzt haben die ersten Nutzer in Amerika als Überraschung den Reiter gekriegt, Watch, mit so einem Fernseh-Icon und bekommen dort nun schon die ersten Inhalte eingespielt, zum Beispiel das Major League Baseball Spiel der Woche und ein paar andere Formate. Ist, wie gesagt, nur in Amerika erstmal verfügbar und dort auch nicht für jeden Nutzer, also ist eher so ein Test. Aber ja, der Startschuss ist gegeben, jetzt geht's los und Facebook wird sich damit immer weiter auch in Konkurrenz zu YouTube und Netflix begeben. Microsoft, die haben nun eine neue Beta für Outlook gelauncht, also Outlook.com, also Outlook im Web. Und eventuell habt ihr die auch schon, da müsst ihr einfach gucken, ob ihr den Try the Beta Switch am oberen Ende der Webseite habt, dann könnt ihr den aktivieren. Und habt diverse neue Features, die Microsoft dann in den nächsten Wochen auch jedermann zur Verfügung stellen wird, nachdem der Beta-Test durch ist. Generell ist Outlook.com echt ein gutes Web-Mail-Programm, kein Thema. Und gefühlt von mir um Längen besser als Outlook als Anwendung, die ja echt schneckenlangsam ist und auch diverse Features nicht bietet. Und die Reise geht anscheinend ins Web, denn man sieht es an der Beta, neue Features im Web, aber nicht in der App von Outlook. Im Detail, was an Features zur Verfügung steht, guckt euch doch einfach den Artikel vom stadtbremerhaven.de an, den wir in den Shownotes verlinkt haben. Fitbit, die machen ja Wearables, also so Fitness-Tracker, und arbeiten nun auch schon seit längerer Zeit an einer Smartwatch. Die ist unter dem Codenamen Higgs. Und dort gab es jetzt neue Bilder. Die sind natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt. Die Smartwatch erinnert mich so ein bisschen an die Basic, die dann danach von Intel gekauft worden ist und dann auch eingestellt wurde. Es sind wohl zwei Farbkombinationen in Planung. Sowas orange-bronzenes und was silber-graues. Die Uhr wird ja logischerweise auch diverse Sportfeatures haben, kommt ja aus dem Hause Fitbit und ein proprietäres Betriebssystem. Und ob das sich gegen Apple Watch und Android Wear behaupten kann, das stelle ich mal so in den Raum. Und generell, der Markt für Smartwatches ist ja nicht mehr so dolle. Und jetzt kommt ein neuer dazu. Und ja, wir halten da weiter ein Auge drauf. Und zum Weihnachtsgeschäft soll es halt soweit sein, wie gesagt. Uber, die hatten wir ja auch wieder ein paar Mal am Start und eher mit schlechten Nachrichten, wo ich auch letztens noch getweetet habe, die vernichten sich wahrscheinlich sogar noch selber und eben doch nicht die Lobbys. Ja, die haben endlich auch mal wieder was Positives zu vermelden und zwar ein schönes Feature in der App, denn sie haben nun die Möglichkeit gegeben, dass der Kunde, also jemand, der einen Uber ruft, mit dem Uber-Fahrer über einen Chat in der App kommunizieren kann. Das ist insofern ganz interessant, weil man so mehr Informationen geben kann, eventuell wo man steht oder vielleicht noch andere Wünsche hat, die man dem Fahrer mitteilen möchte. Bislang konnte man das eben nicht machen. Man stand da, wo man das Uber geholt hat und konnte gegebenenfalls die Person noch anrufen. Und wir wissen es, viele Leute telefonieren eben nicht so gerne, aber chatten dafür umso lieber. Und genau das wird jetzt
von Uber eingeführt. Und ja, schöne Sache, wenn man denn ein Uber nutzen kann. Und ja, das war's auch schon heute für Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Wochenende steht ja vor der Tür. Und eventuell hört ihr mich am Montag wieder, vielleicht auch den Jan. Schauen wir mal. Und ja, habt ein tolles Wochenende, wie gesagt. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.